Kennen Sie das offene Haus? Es ist der Sitz des evangelischen Dekanats Darmstadt-Stadt. Dazu gehört auch die Geschäftsstelle Kindertagesstätten, die vor 2 Jahren neu gegründet wurde. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Kommen Sie mal mit. Da sind wir, mitten im pulsierenden Darmstadt. Rheinstraße 41. Hier ist die Geschäftsstelle Kindertagesstätten. Gehen wir mal rein, wir müssen nur noch die Treppen hoch. Kommen Sie mit. Willkommen in der Geschäftsstelle. Ich bin Bianca Ortlieb und ich bin für den Bereich Personal zuständig. Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem natürlich die Dienstverträge erstellen und versenden, die Absprache mit den Kita-Leitungen zu jeglichen Personalfällen und wir führen hier auch eine Personalliste. Meine Kollegin Frau Bauer ist für die Finanzen zuständig, damit ich nicht ganz alleine hier im Büro bin. Mein Name ist Claudia Bauer. Ich bin in der Geschäftsstelle Kindertagesstätten für die Finanzen von 11 Kitas zuständig. Das heißt, die Kita-Leitungen reichen uns ihre Rechnungen ein, die wir kontrollieren und dann an die Regionalverwaltung weitergeben. Ich bin zuständig für die Kontrolle und Bearbeitung der Handkassenabrechnungen, die die Kitas liefern. Und wir überwachen auch den Haushalt der einzelnen Kindertagesstätten gemeinsam mit den Kita-Leitungen, um zu schauen, welche Gelder vorhanden sind und was schon ausgegeben ist. Mein Name ist Michael Müller-Möscheid, ich bin der Geschäftsführer in der Dekanatsträgerschaft und dann sozusagen der Ansprechpartner für unsere Kita-Leitungen, für die Kita-Beauftragten in den 11 Kirchengemeinden, Ansprechpartner für die Fachberatung, die Mitarbeitervertretung, das Jugendamt. Wir haben 250 Mitarbeitende auf rund 1000 Betreuungsplätzen für Kinder. Der persönliche Draht zu allen Menschen ist mir ganz wichtig, aber genauso wichtig ist auch, hier in der Geschäftsstelle immer präsent zu sein. Schauen Sie doch gerne mal vorbei. Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle Kindertagesstätten sind gerne für Sie da.